Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer einstündigen Sonderausstrahlung von Radio Taiwan International am Freitag, dem 30. Juli 2021, von der Sendeanlage in Anshui in Nord-Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Eva Triendl. Diese Sendung wird von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11.705 kHz ausgestrahlt und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9.545 kHz. Folgendes haben wir heute im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach sagt der Hörer Briefkasten. Im Anschluss hören Sie einen Beitrag von Elon Huang über Fußball und zwar über das Wunder von Taipei, nämlich den Sieg der Spielerinnen des SSG Bergisch Gladbach 09 im Jahr 1981 bei der Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Elon Huang sprach mit dem Regisseur des Dokumentarfilms Das Wunder von Taipei, Dr. John David Seidler. Nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin erinnert an ersten Todestag von Li Donghui. Letzter Mitarbeiter des Vertretungsbüro in Hongkong kehrt nach Taiwan zurück. Und Gesetzesentwurf zur Reform der Strafgesetzgebungsstandards. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin erinnert an ersten Todestag von Li Donghui. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und andere hochrangige Beamte haben heute anlässlich des ersten Todestages an Taiwans ehemaligen Präsidenten Li Donghui erinnert. Li wurde im Jahr 1996 als erster Präsident Taiwans demokratisch gewählt. Unter Li entwickelte sich Taiwan von einem autoritären Staat hin zu einer Demokratie. Er verstand genau und ganz oben auf der Maschine. Und die Aufnahmen davon sind mittlerweile auch bei uns angekommen. Herzlichen Dank. Dieter Leupold hat ein Foto angehängt von seiner Ferienwohnung und er fragt, auf dem Bild ist ein chinesisches Schriftzeichen. Was heißt das übersetzt auf Deutsch? Da ist ein Schränkchen und da steht drauf, Qian. Das heißt so viel wie vorne. Vorne. Oder vorwärts. Ja. Also vielleicht steht da einfach auf Chinesisch drauf, dass das vorne ist in diesem Kästchen. Ja. Also auf alle Fälle ist das Zeichen für vorne. Ja, es gibt ja vorne eine Seite, Fassade, hintere Fassade. Vielleicht steht hinten dann hinten. Garten. Genau. Können wir mal gucken, ob in diesem Schränkchen hinten auch was draufsteht. Vielleicht auch oben dann oben drauf, dass man das nicht falsch zusammenbaut. Eckhard Rascher hat geschrieben, er konnte unsere Testsendung auf der 11.995 kHz in guter Qualität empfangen. Wenn man berücksichtigt, dass ich nur den portablen Empfänger ICFSW 7600G von Sony mit Teleskopantenne nutzte, sind die erzielten Werte grandios. Darüber hinaus möchte auch ich mich noch einmal bedanken für Ihre Mühen, weiter auf Kurzwelle zu senden und darüber hinaus auch noch diesen hervorragend funktionierenden Hörerservice zu bieten. Besten Dank dafür. Ja, wir danken Ihnen auch für die Unterstützung, für das Hören. Und er hat noch eine Frage. Wie sieht eigentlich die Situation in Bezug auf Corona derzeit in Taiwan aus? Lassen sich die Menschen auf Taiwan freiwillig impfen? Gibt es Impfgegner wie in Deutschland? Können sie uneingeschränkt im Land reisen? Die Corona-Warnstufe ist nun auf 2 heruntergesetzt. Eigentlich konnte man als Einzelperson immer schon im Land herumreisen. Da gab es keine Beschränkungen, also was das Verlassen der Wohnung angeht oder das Reisen innerhalb von Taiwan, gab es eigentlich keine Beschränkungen. Nur es gab Beschränkungen, wie viele Leute gemeinsam zusammen sein dürfen.
Folgendes haben wir heute im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Im Anschluss hören Sie einen Beitrag von Ilon Huang über Fußball und zwar über das Wunder von Taipei, nämlich den Sieg der Spielerinnen des SSG Bergisch Gladbach 09 im Jahr 1981 bei der Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Ilon Huang sprach mit dem Regisseur des Dokumentarfilms Das Wunder von Taipei, Dr. John David Seidler. Nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Präsidentin erinnert an ersten Todestag von Li Donghui. Letzter Mitarbeiter des Vertretungsbüros in Hongkong kehrt nach Taiwan zurück. Und Gesetzesentwurf zur Reform der Strafgesetzgebungsstandards. Meldungen im Einzelnen. Präsidentin erinnert an ersten Todestag von Li Donghui. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und andere hochrangige Beamte haben heute anlässlich des ersten Todestages an Taiwans ehemaligen Präsidenten Li Donghui erinnert. Li wurde im Jahr 1996 als erster Präsident Taiwans demokratisch gewählt. Unter Li entwickelte sich Taiwan von einem autoritären Staat hin zu einer Demokratie. Er verstarb am 30. Juli 2020 im Alter von 98 Jahren. Präsidentin Tsai und hochrangige Politiker gedachten Li heute Morgen an seiner Grabstätte auf dem Wuchang Militärfriedhof in Taipei. Im Anschluss nahm Präsidentin Tsai an der Eröffnung einer Ausstellung der Academia Historica über Lis Vermächtnis teil. Während einer Rede zur Ausstellungseröffnung erinnerte Präsidentin Tsai an Taiwans demokratische Entwicklung und die sich verändernden Herausforderungen. Sie sagte, man kann sagen, heute Taiwan ist keine Schule für die Demokratie. Heute ist Taiwan keine junge Demokratie mehr, sondern eine reife Demokratie, in der man sich unterstützt und miteinander wächst. Wir teilen unsere demokratische Erfahrung mit der internationalen Gemeinschaft und stehen an der Frontlinie zur Verteidigung demokratischer Werte. Taiwans Demokratie zu vertiefen und in die Welt hinauszutragen, das ist die Aufgabe und Herausforderung unserer Generation. Letzter Mitarbeiter des Vertretungsbüros in Hongkong kehrt nach Taiwan zurück. Der letzte taiwanische Mitarbeiter des Taipei Economic and Cultural Office, kurz TECO, in Hongkong, wird heute nach Taiwan zurückkehren. Grund für die Rückkehr nach Taiwan ist die ausbleibende Verlängerung des Arbeitsvisums des Mitarbeiters des TECO. Aus demselben Grund waren im Juni bereits 7 der verbleibenden 8 taiwanischen Beschäftigten nach Taiwan zurückgekehrt. Die Verlängerung des Arbeitsvisums war von den Hongkonger Behörden an das Unterschreiben. Er schreibt herzliche Glückwünsche zur bevorstehenden 50. Sendung von Radio Power Rompe. Der RTI-Hörerclub Ottenau bedankt sich für die großartige Unterstützung und hat die August-Hörerclub-Decke etwas kürzer gehalten, damit die Glückwünsche im Anhang auch noch bei Radio Power Rompe am 8. August in der Sendung eingespielt werden können. 60. Sendung ist ja schon ein runder Geburtstag. Und außerdem noch der Hinweis auf die Skype-Unterhaltung am 14. August. Startzeit ist 18 Uhr UTC. Spätere Zuschaltung sollte wie oft bis Mitternacht noch möglich sein. Wir freuen uns auch auf neue Gäste, die zum ersten Mal teilnehmen möchte. Bitte die Skype-Angabe Sabrina mitteilen, damit sie eine Zuschaltung oder Anruf ermöglichen kann. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag
beglückwünschen RTI-Hörerclub-Mitglieder Reinhard Schumann in Gommern und André Bräutigam in Zittau, Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Usewald in Krakau am See und Stefan Lipsius in Kassel, sowie RTI-Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Anna Seiser aus Ottenau, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Anne Faust in Kaiserslautern und auch Anne Stern-Co in Seoul zu ihren Namenstagen am 26. Juli. Den Glückwünsche rufen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören. Mikrofon waren Eva Trindl und Tobi Hui. Sonderausstrahlung des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Freitag, den 30. Juli 2021 von der Sendeanlage Danshui in Nord-Taiwan. Radio Taiwan International strahlt in diesem Jahr wieder an mehreren Tagen ein deutschsprachiges Programm von der Sendeanlage Danshui in Taiwan aus. Und zwar am 30. Juli, am 31. Juli, am 1. August, am 6. und 8. August, am 13., 14. und 15. August und am 20., 21. und 22. August. Das ist jeweils Freitag, Samstag, Sonntag. Und zwar von 17 Uhr bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11.705 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9.545 kHz. Empfangsberichte über die Sonderausstrahlung bestätigen wir mit einer Sonder-QSL-Karte. Empfangsberichte können Sie über unser Empfangsberichtsformular senden. Das finden Sie auf unserer Homepage www.rti.org.tv, dann auf Deutsch oder per E-Mail an deutsch@rti.org.tv oder per Post an Radio Taiwan International, German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Wir freuen uns auf Ihre Empfangsberichte.
Muscheln sammeln am Strand, gesungen von Chen Yonglong und Chen Honghao. Ein Lied über das Sammeln von Meeresfrüchten an der Ostküste. Nun folgt ein Beitrag von Elon Huang über das Wunder von Taipeh, des deutschen Frauenfußballs. Was hat ein internationales Fußballturnier in Taiwan im Jahr 1981 mit der legendären Frauenfußballmannschaft von SSG Berges Gladbach und der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft zu tun? Dieser Frage ist der Filmproduzent Dr. John David Seidler in seiner Dokumentation Das Wunder von Taipeh nachgegangen. Sie haben richtig gehört. Wunder von Taipeh, nicht Wunder von Bern. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist eine der stärksten Mannschaften der Welt. Doch wie Dr. Seidler herausfand, hatte es der Frauenfußball in Deutschland lange Zeit nicht einfach. Und Taiwan hat 1981 wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich das zumindest etwas verbessert hat. Ich hatte die Möglichkeit zu einem Zoom-Gespräch mit Dr. Seidler. Und zuerst wollte ich von ihm natürlich wissen, was es mit der Geschichte von dem Wunder von Taipeh auf sich hat. Das Wunder von Taipeh ist eine ähnlich wichtige Geschichte, die allerdings bislang völlig vergessen und unbekannt ist oder gewesen ist in Deutschland. Also